So, ja, das war die Demo. So, ich guck mal, ob hier vorne jetzt noch irgendjemand drin liegt. Ach so, Hannigan erstmal. Komm, Condor One. Es gibt eine Route zum See. Ja. Such nach einer großen Windmühle, dann nimm den Weg auf der Rückseite. Windmühle. Verstanden. Sei vorsichtig. Ende. Alles klar. So, zum See gehen ist immer noch Aufgabe Nummer 1. Aber jetzt gehst du erstmal, sagst du, looten. Jetzt würde ich erstmal kurz hier ein bisschen looten, weil hier gab es auch, ach siehst du, du kannst auch, wenn du willst, Sachen vor das Fenster stellen, aber sobald der Typ mit der Kettensäge kommt, hat sich der Hase eh erledigt irgendwie. So. Das hat mich so ein bisschen an Resident Evil 8, 7 wollte ich gerade sagen. So, Pistolen, nochmal ein bisschen Erste-Hilfe-Spray, ist auch großartig. Also, bin sowieso fasziniert. Ist hier hoffentlich, mal gucken, ob wir sie finden. Jawoll, hier ist er. Wie im Original. Oh, perfekt. Wie, jetzt hast du die Schrotflinte? Wir haben die Schrotflinte. Und eine Granate. Oh, die Schrotflinte wäre ja mein Favorite, wa? Ja, also, Benny würde jetzt sofort das Ding ausstatten und sofort auf ein Hühnchen schießen, oder? Einfach nur, um irgendwann zu töten damit. Ah, so, hier haben wir nochmal ein bisschen Flintenmunition. Wunderbar. So, und weil wir halt einfach so ein cooler Typ sind. Ach, guck mal, das macht er jetzt nicht mehr, ja? Das macht er nicht mehr. Achso, da durchspringen? Achso, aber da, okay, da schon. So, warte mal, ich bin der Meinung noch zu wissen, dass hier um die Ecke auf so einem Schornstein irgendwie, ich glaube, so eine Art Diamant oder irgend so was lag. Also, du findest halt Schmuckstücke. Seidenkristall. Aha, okay, alles klar. Die kannst du alles beim Händler verkaufen, um halt, wie gesagt, Kohle zu bekommen. Pesetas. Cool. So, jetzt können wir nochmal kurz einen Blick werfen. Na, hier sehen wir zum Beispiel, hier ist noch irgendwie ein Schatz versteckt. Ja, aber ich glaube, das war das Haus, wo du nicht reinkommst. Ah, ja, genau. Also, wo du wahrscheinlich den Dings brauchst für die Höhle, na, die zweite Person. Ashley! So, ihr werdet auch merken, dass Ashley wirklich, also im Original war die so ein nervender Charakter. Echt. Ich glaube, das sollen die, also ich glaube, das habe ich vorher schon gelesen, die sollten das, glaube ich, ein bisschen entnervt haben, glaube ich. Echt, ja? Aber das wäre schön. Oh, warte mal, hier vorne noch was? Was haben wir hier? Ein Apfel oder was? Ein Ei. Ein Ei liegt. So, und jetzt kommt natürlich das Geilste, ne? Wir haben ja hier diesen Koffer. Oh, yes. Oh Gott. Oh. Da wird mir also Chat, ich habe für euch, Herz. Also wenn Stevie nachher sich im Sortieren durchverliert, habe ich für euch ein paar Fun Facts von Resident Evil vorbereitet, weil das kann ja dann immer einen Moment dauern. Ah, schade, verschlossen. Ist locked. So, was hier bei der Kuh lagen noch ein paar Pesetas, die nehmen wir natürlich mit. Es gibt auch noch Collectibles in dem Spiel. Auf jeden Fall war es damals so, und zwar sind das blaue Medaillons gewesen, die man irgendwo finden konnte. Okay. Wofür man, ich bin der Meinung, irgendwann eine Waffe bekommen hat. Ab einer gewissen Anzahl. Und die waren überall versteckt hier. Im ganzen Spiel. Also falls ihr irgendwo, also gerade du, Benny, ne? Wenn du hier irgendwo so eine blaue Medaille siehst, irgendwo. Ja. Falls die integriert worden sind in der Remake, sagt mal Bescheid, weil die brauchen wir, die müssen wir sammeln. Okay. So. Klopfen wir hier nochmal an. Hallo? Werden die denn diese blauen Kristalle auch auf der Map angezeigt eigentlich? Also, ne, die Schätze? Na, die das sind ja keine Schätze, das sind ja Collectibles. Das ist was anderes. Also, okay. Wir müssen mal sehen. Also, ich glaube, im nächsten Kartenabschnitt bin ich der Meinung, definitiv noch zu wissen, wo einer war. Und dann haben wir quasi die Bestätigung. Aber es sieht unheimlich gut aus, das Spiel. Zwei Granaten haben wir schon. Schön. So, jetzt wird mir klar, warum hier bei denen alle den Arsch hält. Irgendwie so, wie der auf alle drauf prügelt hier, der Hirni. Nee. Okay, gut. Dann. Wartet mal kurz. Hier vorne kann das sein. War hier noch nicht irgendwo. Die Hühner legen natürlich alle vor's Nase irgendwo Eier. Was natürlich auch sehr cool ist. So, hier bin ich. Ja, die Eier sind ja auch gleichzeitig irgendwie Heilmittel. Das ist neu. Das ist neu. Interessant. Ein grünes Kraut. Oh, warte mal hier. Eine Schatulle. Und da drin finden wir kunstvolle Halskette. Klar,
Kennt man ja, wenn man halt irgendwie mal so die dörflichen Regionen besucht, halt so auf so einem Bauernhof, so hinter der letzten Hühnerstallklitsche. Schatulle mit kostbarer Halskette. Wollen wir nicht meckern, wir nehmen sie mit. Schätze kombinieren. Unter Wichtiges und Schätze können Sie sich Ihre gesammelten Schätze ansehen. Manche Schätze können Sie zu einem höheren Preis verkaufen, wenn Sie sie mit Edelstein besetzen. Richtig. So, ein paar Sachen können wir tatsächlich so ein bisschen damit kombinieren. Und hier war immer noch so ein bisschen so ein... Weil ich sollte mich glaube ich nicht so stark auf das Original fixieren, wo Sachen waren und wo Sachen nicht waren. Ja gut, okay, die Plätze werden wahrscheinlich andere sein, aber... Hallo? Rohstoffe. Ah, okay. Alle. Ja, so ein Sack Schrauben, Alter. Kannst du dich noch daran erinnern? Bei der Demo Hulk überlegt die ganze Zeit, was kannst du denn mit dem Schießpulver benutzen? Was ist denn das? Das sah ja aus wie, keine Ahnung, eine Rolle Klebeband oder irgendein Schmunz. Ja, nein, ja. Es sind Rohstoffe. Es sind Rohstoffe. Schön. So, dann können wir ja gleich mal probieren. Und zwar... Nein. Bidam, 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 bidam. Was ist das für ein Quatsch? Mutti schreibt auch gerade, das ist die Mitgift von der Bauerstochter und du hast es geklaut. Toll, Steve. Jetzt wird sie als alte, unverheiratete Jungfrau enden. Ja, das kann sein. Ah, okay, er macht's automatisch. Er macht's automatisch. Was denn? Also du musst jetzt nicht irgendwie kombiniere mit oder mit raufziehen, irgendwie via Plug and Play, sondern du gehst halt einfach rauf, sagst herstellen und er sieht automatisch, was du im Menü hast. Oh, das ist natürlich schön. Wir könnten uns jetzt 20 Pistolenmunition herstellen oder... Aber dafür fehlen uns halt auf jeden Fall... Schießpulver. Und wir können nur 3 herstellen. Mich würde mal interessieren, ob du denn, wenn der Koffer mal voll ist und du irgendwie Kraut oder sonstiges einsammeln könntest, ob du das dann auch so gleich kombinieren kannst. Also ja. von außen halt, sag ich jetzt mal. Wenn das Ding nicht in den Koffer mehr passt. Ah... Weil das war ja auch manchmal so das Problem, du hattest dann irgendwie alle 3 Utensilien und konntest dann halt das nicht nehmen, weil das nicht Inhalt deines Koffers war. Wo ich dann immer dachte so, why? Ja, das ist wohl richtig. So, und das fängt schon an, mich jetzt hier wieder zu nerven. Ja, das muss ich schon wieder jetzt. Oh Gott. So, ich würde gerne drehen. Wie kann ich denn drehen? Hallo? Linksklick, rechtsklick? Also... Nee. Sorry. Pfeiltasten? Wenn du das ausgewählt hast? Also du kannst es ja hin und her schieben, oder? Wie schiebst du das hin und her? Ihr drückt halt, ne? Und mit Q. Ah, okay. Besser. It's better. So, hier können wir auswählen. Okay, alles klar. So, dann will ich euch jetzt gar nicht so weit weiter jetzt hier mit den Kleinigkeiten langweilen und mal versuchen, dass wir jetzt hier ein bisschen vorwärts kommen. So, Adjester, Freunde. Hallo. Es geht denn ab hier? Oh, ihr habt ihn ab Bett nicht gemacht. Ihr habt keinen Anschluss für. Jetzt haben wir hier auch. Jetzt wird sich darüber unterhalten, wegen dem Schmuck, was Mutti gesagt hat. Ein Rubin, ja? Was hat dein Mutti gesagt? Ne, mit der Halskette, die du geklaut hast und der unverheirateten. Ach so. Ja, da schreibt jetzt Dave auch dazu, also ich würde keine Frau heiraten wollen, wenn sie mir keinen alten antiken Schmuck in die Ehe mitbringt. Hat Mutti schon recht. Ja, das ist Grund. Nee, also ja nicht. Bitte euch. Hör mal. So, okay. Let's do it. Was? Ah, oh, krass. Okay, sieht anders aus jetzt. Schön. Gefällt mir gut. Weißt du? Gefällt mir sehr gut. Die sind müde. So, ich würde ja gerne offensive Kämpfe erstmal vermeiden. So, aber kaputt machen haben sie gehört, ne? Das haben wir vorhin schon festgestellt. So, dann muss ich mich mal Sneaky Pete-mäßig jetzt hier. Contra Emo. Ranschleichen. And I see nothing at all. Käse. Oh, okay, alles klar. Da ist anscheinend. Hier ist übrigens so eine blaue Medaille da. Siehst du die? Ah, okay. So, bin ich schon erwischt worden oder warum wird die Musik so unheilschwanger? So, Fräulein Schnürschuh, du bist dran. Ich hoffe, das Messer leidet nicht zu stark darunter.
Wolltest du nicht eigentlich auch mal in einer guten Minute nach der Steuerung wegen Messer und so gucken? Stimmt. Stimmt. Aber ich bin zu sehr damit beschäftigt, Leute. Ihrer. Oh, guck mal, ach, schön, sie blubbern so schön weg. Ist ja, oh Gott. So, die erstmal hier alle finden. Tatsächlich haben wir hier so ja noch mehrere Sachen, die wir finden können. Ne, hier zum Beispiel bin ich der Meinung, irgendwo da oben war, glaube ich, auch noch eine blaue Medaille. Hier ist noch eine blaue Medaille. Gott, ey, woher du bist alles noch weiß? Kuh. Na, sag mal, geh doch mal weg. Was machst du hier? Wird bestimmt einfach nur kurz ein bisschen in Ruhe mal Stuhlgang haben. Nicht mit uns, Freunde. So, okay. Warum ist denn... Achso, das Schwein liegt nur. So, braune Tühnerei ist immer ganz gut. Gibt uns ein bisschen Lebensenergie wieder. Ich find's cool, dass du die halt tatsächlich so Stealthy-mäßig ausschalten kannst. Das konntest du immer... Oh, schöne Trinkhorn hier. Mmh. Thornshapfen noch drin. Das konntest du im Original leider nicht... Ja, du wurdest also quasi immer gleich gesehen, oder was? Ja, ne, du konntest, selbst wenn du dich angeschlichen hast, irgendwie, du konntest die nicht einfach Stealth killen, bin ich der Meinung. Okay. Also, die haben dich auch irgendwie sehr schnell bemerkt. Muss man auch sagen. Was ist denn das für ein blauer Zettel? Das ist eine interne Ausschreibung? Da so ein Schrein, der ist auch neu. Cool, also ich find's schön, dass ich jetzt schon überrascht werde. Dass nicht doch alles 1:1 übernommen wird. Ja, glaube ich, zu langweilig. So, der Blumendieb ist wieder am Start. Der Kräuterdieb erstmal so einen Topf mit Basilikum geklaut. Oder in dem Fall Rosmarin oder so. Wie ist der Geier? Aber schon, ich find's witzig. Das ist skurril. Das ist einfach so skurril. So, die blauen Medaillen da drüben muss ich schießen. Was ich jetzt. Eure Palette! Was ich jetzt natürlich noch nicht tun kann oder will. Achso, wegen dem Lärm meinst du? Genau. Erstmal muss ich hier Metal Gear Solid-mäßig mich hier rinschleichen. Reicht es denn eigentlich aus, wenn du die Dinge einfach nur abschießt oder musst du die auch einsammeln? Also runterschießen und dann noch hin, um einzusammeln? Nee, die zerspringen tatsächlich und dann ploppt da wahrscheinlich eins von 280 auf oder so. Ah, okay. So, hoffentlich sieht er mich nicht. Das wäre schön. Verschlossen. Geht nicht auf. Geht nicht auf. Das ist ja blöd. Gibt es ein Fenster, wo du durchspringen kannst? Ja, aber das ist der Misthaufen davor. Könntest du auf der anderen Seite nochmal probieren? Möchte jetzt hier nicht so durch QAA laufen. Kann ich hier hoch? Nee, kann er nicht. So, ich muss sagen, ich feiere tatsächlich so ein bisschen das Stealthen jetzt hier. Weil Hocken und so liegen nicht vorher. Ja, das ist okay, ein bisschen Splinter Cell-mäßig. Ah. Hallo? Nee, wir kommen tatsächlich bloß über oben rein. Also okay. Wir müssen... hier auf den Steg hoch. Willst du noch mal gucken, was dieser blaue, schöne Zettel da macht? Ja, gucken wir mal. What is this? Blaue Auftragszettel. An verschiedenen Orten finden Sie blaue Zettel mit Aufträgen, die auf Ihre Erledigung warten. Nehmen Sie einen solchen Zettel auf, um den Auftrag anzunehmen. Gefundene Aufträge werden unter Akten abgeheftet. In Gottes Namen! Kann man endlich jemand diese blauen Medaillons beseitigen? Haha, okay. Ah, okay. Dieser Fanatiker überall aufgehängt hat, haben. Auftrag, alle blauen Medaillons zerstören. Gebiet Bauernhof. In Spinell gibt es 3 Stück. Fortschritt 0 von 5. Hm, also gibt es jetzt hier 5 solche blauen Dinger und dann kriegst du 3 Spinells dafür. Okay, verstehe. Genau. So, hier können wir nochmal die kaputt machen, aber jetzt... Ich halte mich noch nicht. So, kann ich hier durch? Ja, kann ich durch. Oh. Stolperdraht, Alter. So, ich, also nach meinem Verständnis könnte ich jetzt drunter durchkrauchen, oder? Probier's doch mal. Also, oder kannst du es entschärfen irgendwie, auf irgendeine Art und Weise? Also, du kannst... Du kannst es auch sein lassen, weil vielleicht... Nee, raufschießen vielleicht nicht. Aber vielleicht auch die Falle lassen für Gegner? Soll ich es mal versuchen zu entschärfen? Probier. I'm a crazy motherfucker. Schön. Cool, dass du was geht. Leons Messer bei Wish bestellen.
Ja, okay. Wie viel? Was erwartet man für 2,50? Das ganze Set. So, hier hinten haben wir noch ein Kraut. So, das Looten würde ich tatsächlich aber eher machen, sobald das Gebiet ein bisschen befriedet ist, weil ansonsten wird es lange dauern. Erstmal mal gucken, dass man hier ein paar Leute ausschaltet. Eine Klinge ist gierig nach Blut. Ui, okay, da sieht so aus, als wenn uns hier irgendetwas fehlen würde. Flintenmunition. Die nehme ich natürlich gerne. So, hier werden wir wahrscheinlich noch nichts machen können, weil Zahnrad fehlt. Da ist eine Tür. Und hier müssten wir, genau, von hier oben kommen wir in die Scheune rein. Oder wir können von hier nach unten springen. Nee. Das bringt dir doch gar nichts. Eben. Ah, Mist, aber hier hört man mich natürlich, ne? Wenn ich hier rein hier, merkt er das sofort. Ja, aber anders kommst du ja nicht rein. Also geht ja nur über den Weg. So, aber ja, muss man noch schnell sein, da muss man abliefern. Nicht schlecht. Aber mehr Glück als Verstand. So, wenn wir jetzt wüssten. Ganz kurz mal, jetzt müssten wir wirklich mal ganz kurz gucken, wie das mit dem Messer geht irgendwie. Also kann ich die ganze Zeit jetzt hier meine Munition verholzen. So, Messer zücken, parieren. Space! Mit Space. Okay, Space hier drückt halten und dann geht das ab hier die Party. Kommt jetzt jeder? Oh, ja. Wer ist er denn, Alter? Wer ist er denn? Da war ein großer Hammer dabei. Das hat den nicht so interessiert, würde ich sagen. Ich verpiss mich mal. Drei. Oh, lo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 l. Oh, shit. Genau, wie ich es wollte. Oh, was? Scheiße. Ist er tot? Was heißt die Überraschung? Au! So, schnell vorbei. Warte mal, jetzt muss ich aber mal kurz hier auf die 1 drücken. Bada bum! Bada bam! Einer weniger. So, okay. Naja, das war jetzt nicht ganz so elegant, wie ihr eigentlich gewollt, aber... Tjelabi. 400 PC, das. Nein, du sollst nicht hochklettern, du sollst... Pick the cash. Wunderbar. War damit jetzt eigentlich alles geklärt in der Gegend? Also wenn... versteht jetzt mal so, sobald wir aufgefallen sind, kommen alle und gehen hier auf den Sack. Dann wollen alle mal mit dir reden. So, und wenn keiner mehr zum Quatschen da ist, dann würde ich jetzt mal sagen... Hammert, Küchenmesser. Okay. Ist das jetzt die Alternative zu meinem schönen Messer? Ja, wahrscheinlich. Ein Rubin! Klar. In der Holzschublade. Der kleine Bruder vom Mützenmann war das gerade. Das ist auch schön. Der, ja, jetzt. Achso. So, hier kommen wir tatsächlich jetzt in so ein. Keine Chance. Warum komme ich jetzt in dieses Separé nicht rein? Ich glaube, wir kommen bloß von oben da ran. Weil da ist nochmal eine Truhe im Original gewesen. Da würde ich gerne mal hinschauen. So, oben war ja auch nochmal eine Fass und Zerkloppen. Mit schöner gelber Farbe dran. Everybody was come for fighting. Das, hä? So. Bada bam, bada boom. Haben wir. Mal einen Rohstoff haben wir nochmal gefunden. So, und hier muss man doch irgendwie runterkommen. Hier musste man irgendwie... Da war noch eine blaue Dings gerade. Eine blaue Dings? Ja, wenn du zum Schuppen runterschaust, da.
So, da kommt man. Um die Mühle kommt man rum. Und dann. Ah, so kommt man dahin. Alles klar. So, das Zahnrad haben wir gefunden. Das packen wir mal rein. Hm, ich weiß nicht, ob das jetzt hier passt. So, okay. Hebel ziehen. Habe ich hier gerade schon wieder irgendwas grunzen hören? So, komme ich jetzt hier raus? Jawohl. Schön. Aha, was haben wir hier? Eine Weinkanne. Na klar. Nehmen wir natürlich mit. Aber hier fehlen definitiv noch ein paar Edelsteine, die wir einsetzen können. Ten. Du hast doch gerade ein paar gefunden, oder? So den roten? Also. Ich weiß tatsächlich nicht, ob die dazu passen. Ah, okay. Weil du kannst jetzt nicht automatisch jeden Edelstein irgendwo einsetzen, wie du willst. Kein Messer würde sowas mitmachen. Echt, also. So, jetzt sind wir hier wieder drin, alle klar. Okay, wir gehen nochmal ganz kurz. Können wir überhaupt irgendwo hier hin? Ah, guck mal, hier ist noch. Hier schon mal auf Hass. So, sehr schön. Ja, Schublade. Ah, muss jetzt mal noch schön in die Schränke gucken hier. Das ist so übertrieben, ey. Aber ich mag's. Es ist einfach schön. Ja, aber Munition ist wichtig. Munition ist absolut wichtig, ja. Das ist, da gibt's mal gar nichts. So, hier vorne war zum Beispiel noch was. Stand da jetzt wirklich gerade Kampf gegen die Medaillons? Kampf, ja. Und geht das? Nee. Ah, okay. Im Original war tatsächlich so, dass du hier über den Brunnen die Klappe zuschießen musstest, weil sich hier oben ein Diamant befunden hat. Und hast du die Klappe nicht zugeschossen, hast du den Diamant runtergeschossen. Du wirst es erraten, ist der Diamant in den Boden gefallen. Aber haben sie natürlich, haben sie ihn schön verarscht jetzt hier. Ist ein Bait, wie du so schön sagen würdest. It's a bait! It's bait. So, okay, gucken wir mal hier hinten nochmal, was hier abgeht. So, weil wir müssen natürlich in dem Areal auch erstmal alle blauen Medaillons noch finden. Zwei fehlen hier, glaube ich, noch, ne? Das sieht aber. Hier können wir mal unsere Trinkflasche auffüllen an dem Frischwasserbrunnen. So, finden wir hier noch ein Ei. Hier haben wir auf jeden Fall noch. So, eine fehlt noch. Melli hatte vorhin noch geschrieben, warte, unten eine Medaille war oben noch. Ich weiß noch nicht, wann sie es geschrieben hat und wo wir zu dem Zeitpunkt waren, wegen oben noch. Ne, warte mal. Hier hing auch mal irgendwo einer an so einem Flügel dran. Werden sie jetzt aber vielleicht runtergenommen haben. So, okay, wir gucken einfach nochmal rein. Vielleicht finden wir noch irgendwo eine. Oh. So, Leute, wie gefällt es euch denn bis dato jetzt erstmal? Lasst es mich mal wissen. Schreibt es mal in die Kommentare. Als er in der Mühle kam. Bianca findest du schon mal großartig. Schönes Ding. So, warte mal, hier schauen wir mal kurz. Ah, brauchen wir einen Schlüssel. So ein Hexenschlüssel, okay. Ja, das ist dieses Symbol, was du hier überall findest. Tatsächlich. Von oben konnte man die sehen. Kann auch sein, dass er sie schon hat. Ah, okay. Wahrscheinlich die hier, ne? Oder? Kann das sein? Schmärmela. Oder wir gehen nochmal kurz in die Mühle rein. In die Mühle. In die Rügenwalder. So, okay. Achso, warte mal. Wir haben jetzt unten hier einfach bloß das Gitter aufgemacht, war eigentlich. Ich geht's ja nicht mehr rein, ich musste ja. Aber nein. Aber innerhalb der Mühle war jetzt kein Diamant mehr irgendwie oben, unten. Ich glaube nicht. So, zur Not. Tickelope. Ah, guck mal, hier haben wir noch was. Achso, das ist ja das Ding, was verschlossen ist. Und hier, ah, guck mal, schön. Die sind ebenfalls. Die werden so angezeigt. Das ist natürlich okay, cool. Das ist ja super. Du kannst auch beim Händler eine Schatzkarte kaufen. Für die jeweilige Region. Wir haben halt das riesengroße Glück, dass. Was heißt Glück? Wir haben es halt bei der Deluxe Edition mit bei gehabt. Für alle? Also jetzt für die komplette Area? Kann ich mir nicht vorstellen. Das
das wär ein zu mächtiges Gimmick, was sie dir dann damit an der Hand gegeben hätten. Also damit hast du schon wirklich einen Vorteil, einen ganz großen. So, badabam! Kampf der Medaillen. Der Medaillons. So, Moku, greif ich mal kurz. Dankeschön. Okay. Heißt, also, ich muss das wahrscheinlich beim Händler denn abgeben, wa? Ja, so würde ich es verstehen, dass du dann halt irgendwie die Spinellis dann bekommst. Sieht schon geil aus. Sieht schon richtig geil aus. Jetzt so eine Holzkonstrukte hier. Moody fände es auch super. Asratoba ist auch mit dabei. Hallo Asratoba. Hey Asra, grüß dich. Schön, dass du da bist. Willkommen bei Resident Evil 4. Okay. Den kann ich irgendwo losschieben, um was zu tun. Wahrscheinlich, um da durchzukommen? Ne? Dann probieren wir das mal. Muss doch stinken. So, dann steht das noch bereit für den Nächsten, der sich da eine Mütze basteln will. So, warte mal, hier vorne werden wir bestimmt noch nicht reinkommen, ne? Was? Können wir hier rein? Nee, it's locked. Okay. Dann ist das jetzt erstmal der Weg. Apropos Weg, ich habe mir heute die vierte Folge von The Mandalorian angeguckt. Oh, Alter, bin ich geflasht. Bin ich geflasht. Ja, das will ich nicht viel sagen. Ja, das sollte man sowieso jetzt nicht. Man will ja keinen spoilern. Genau. Un forastero! Was heißt hier un forastero? Komm mal runter! Na, Hobus. Oh! Oh, okay, okay, okay. Scheiße, hätte ich jetzt. Wie kommst du jetzt da weiter? Also. Oi, aber da muss man auf jeden Fall lassen. So, geht man dafür, dass ich jetzt hier ein bisschen mehr Rückzugspunkt habe. Da bist du hingefallen, wa? Also funktioniert es ja doch mit den ins Knie schießen. Also teilweise. Naja, er hat auch schon vorher jetzt einen Schuss von mir abgekriegt. Ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwie relevant dafür war. Okay, jetzt ist der Müll wieder weg. Schade, aber schnell beseitigt. Nee, doch nicht. Ja. Ja, schön für euch. Das ist jetzt blöd. Komm ich hier hoch? Ich komme hier auch nicht hoch, wa? Da kannst du jetzt die Tür öffnen? Also irgendwie musst du ja da weiterkommen. Kann jetzt nicht sein, dass das jetzt da eine Sackgasse ist und du jetzt spielst vorbei. Ja, das war's. Das ist, danke fürs Einschalten. Vielleicht hätte ich rennen sollen irgendwie. Vielleicht hätte ich vor dem Ding sein sollen. Ja, aber es muss ja jetzt eine Möglichkeit geben, dass du irgendwie weiterkommst. Okay, kommst trotzdem nicht durch. Okay, also hier haben sie jetzt wirklich gesagt, jo, ist geil, hier können wir mal rumlaufen. Jetzt gehe ich ja noch einmal auf den Hinterhof hier. Bianca schreibt Baby oder Herzchen. Ja, der Typ ist halt einfach, Grogu ist halt einfach, Grogu ist Liebe. Ach, ist aber auch eine vertrauensvoll aussehende Seilbahn da oben. Na! Na, ob wir bei der nochmal fahren müssen? Da, ich bin guter Dinge. Pistolenmunition, ich bin immer noch nicht. Bestätigung auf F ist, finde ich komisch. Finde ich einfach komisch. So, kann auch hier könntest du eigentlich über die Option einfach die Tasten anpassen für dich? Also so wie es für dich. So wie du es für dich benötigst? Dass du dann einfach sagst, okay, scheiß drauf, ich leg das jetzt um, F ist jetzt nicht, sondern E und E ist dafür was anderes. Ist perfekt. Ja. Hurra! So, einfach wieder mega Noob angestellt hier. So, gut, das hat jetzt auch nichts gebracht. War hier irgendwie eine Tür, ein Fenster, irgendwas? Hier kommen wir auch nicht durch, ne? Ah, moin, fieser Wicht! Fieser Wicht, grüß dich! So, kommen wir hier mit irgendwo? Nee, können wir nicht. Können wir auch nicht. Müssen wir zurück? Aber das wäre blöd. Irgendwie, das wäre doch bescheuert. Wenn wir jetzt hier nicht mehr langkommen. Warum konnte ich denn jetzt hier zur Seite schieben? Macht ja keinen Sinn, irgendwie. Hätte ich jetzt, hätte ich schneller sein müssen? Hätte ich jetzt da vorbeirennen müssen? Das ärgert mich jetzt gerade ein bisschen. Das finde ich blöd. So, stehen die Hunis noch? Naja, meine Mutter. Hm.
Bitschi Platschi. Nee. Niente. Tja, dann muss ich wohl wieder zurück. Zurück zum Dorf. Manchmal hast du nämlich auch diesen Feuerschalen was versteckt. Da möchte ich mal überhaupt nicht aufpassen. Ja, Fiesewicht, schön, dass du da bist. Wie du bestimmt gesehen hast, wir spielen Resident Evil 4, das Remake. Aber hast du ja auch schon auf Insta gesehen. Ist ja fleißig immer ein Herzchen reinlassen. Vielen Dank dafür. Hm? Ach nee. Sah gerade so aus, als wenn da irgendwas grünes liegt. So, wir werden auch in die Kirche noch nicht reinkommen, weil wir brauchen wir wahrscheinlich erstmal das Symbol. Hexensymbol, wie Benny das gesagt hat. Oder? Kommen wir da schon drin? Nee. Schlüssel brauchen wir. Ja, hat er gestern noch Diablo 4 Beta gezockt. Ah, oh, die ist auch so nice, ne? Das ist, können wir uns ja hier mit Bianca zusammentun. Das ist... ganz schlimm. Ganz schlimm. Ich kann es mir noch nicht geben. Ansonsten wartet jetzt hier erstmal mit Benny und Steve. Oh, hier ist er noch. Hallo. Bei Diablo ist die wieder auch ganz schnell weg. Da bin ich so, das bin ich so anfällig, bin ich so suchtempfindlich für dieses Game. Komm ich dann irgendwie wie Gollum irgendwann so raus, so nach 3 Monaten so ins Target-Tisch. Kann ich nicht bringen. Ich zugeschlossen. Ja, Diablo ist einfach große Liebe. Ja, das ist, ja, ja, wir haben ja auch lange darauf gewartet, ne? Muss man ja ganz klar sagen, ne? Die haben sich ja wirklich lange und das ist auch gut für Zeit gelassen, für die Entwicklung dieses Spiels. Aber, ich trau mich noch nicht. So, Benni, komm nie weiter. Sag mal, ja, komm nie weiter, was ist das für ein Käse? Wir müssen noch zum See, oder nicht? Oder ist unser Auftrag jetzt ein anderer? Ja, ja, wir müssen zum See. Genau. Hoppala. Nicht doch. Ich bin hier aus Versehen hier oben hochgekommen. Bauernhof. Hier kommen wir nicht hin. Da kommen wir nicht hin. Weil hier geht's eigentlich irgendwie weiter. Können wir denn über den Schutt bin ja klettern oder haben wir die Möglichkeit nach oben zu klettern, also dass er sich hochzieht oder so an irgendwelchen Sachen. Schauen wir mal. Kanten. So, hätte der Kantenmaler vorher da sein sollen. Oh, schon mal hier, wie ein Ei gelegt. Wunderbar. Schön. Danke, Huhn. Ismeli schreibt auch gerade, wenn du Diablo spielen willst, solange du es aufnimmst, Steve, ist alles okay. Ja, aber das ist dann gibt's hier nur noch Diablo. Die nächsten 24 Jahre. Bis Teil 5 rauskommt. Es bringt keinem was. So, diese, ja, die haben aber schon seit dem ersten Teil nicht mehr wegzudenken. Absolut. Absolut. Tatsächlich ist neben Ark Diablo das Spiel, was ich am meisten in meiner Spiel-History gespielt habe. Krass. Ha! Hu! Ha! Schau mal! Oh, lol.